So, erst Kamera aus, jetzt Kamera an. Geht los zu einem neuen Video, einem Live-Video mit dem Titel Je tiefer du gehst, desto anstrengender wird es, desto subtiler. Ja, das Video lade ich dann auf YouTube auch hoch, sodass man es vielleicht leichter findet. Es ist der sechste Teil der Reihe Weisheiten des Tages. Und schauen wir mal, was wir da so haben. Wenn man sich entwickelt, es ist ja so wie die Suche nach dem, ja, Heiligen Gral, die Suche nach dem inneren Schatz, wo viele natürlich wieder sagen, schreiben, du bist schon göttlich, du hast schon alles. Nun, aber man sieht es halt nicht, man handelt nicht danach, weil man es nicht checkt. Und so beginnt man irgendwann in diesem Leben, in vergangenen Leben, in zukünftigen Leben, wie auch immer, sich zu entwickeln. Und das ist wie die Suche oder das Graben nach einem Schatz. Da fängt man nicht ganz unten an, sondern man fängt oben an, langsam im Außen und geht dann immer Schritt für Schritt tiefer in seine seelischen Strukturen hinein. Und je tiefer man geht, manche sagen wieder, naja, dann wird es leichter. Nein, es wird nicht leichter, weil wenn man gräbt, ständig gräbt, tief gräbt, dann ist man irgendwann auch mal erschöpft und müde und dann muss man weiter graben und immer weiter und weiter, bis man seinen inneren Schatz ausgegraben hat. Und dann kommt man mal durch Lehmschichten, durch Gesteinsschichten, durch andere Schichten, durch Lavaschichten, durch kalte Schichten, durch heiße Schichten, wie auch immer. Das heißt, es gibt immer verschiedene. Und je tiefer man auch in die Erde nach unten geht oder nach innen geht, desto mehr weiß man ja, der Druck steigt, je tiefer man kommt. Und dann wird es schwierig. Oder wenn man dann so Lavaschichten, heiße Schichten, wo man ganz vorsichtig sein muss, oder durch Höhlen dann wandert, tiefe Abgründe ergründet, da muss man sehr achtsam sein. Und je tiefer man in das Innere geht, desto weniger hat man Plan. In der Oberflächlichkeit gibt es immer einen Plan. In der Psyche, naja, die Psychologen haben auch bis zu einem gewissen Grad einen Plan, was man machen kann, was man machen soll, um gewisse psychische Probleme zu lösen. Aber irgendwann merken auch diese Menschen, ab einem gewissen Punkt hat man keine Ahnung mehr, man hat keinen Plan mehr, man weiß nicht, was man tun kann. Und das sind halt auch die Menschen, die dann mit Medikamenten eher ruhig gestellt werden. Und je tiefer man kommt, desto weniger kennt man sich eben aus. Auf der Erde hat man Straßenplan, Autobahnkarten, Bundesstraßen, Länder, man weiß, wo man hin kann. Da kennt man sich gut aus, auch Feldwege sind schon ergründet oft. Aber wenn man dann irgendwo in den Urwald geht, da ist vielleicht manches nicht erforscht, nicht ergründet. Und in einem selbst kennt man ja noch viel weniger. Auf der Erde sucht man, forscht man, aber in sich selbst forscht man am wenigsten. Und so hat man irgendwann, ich sage mal so wie es ist, einfach keinen Plan mehr. Wie geht's weiter? Was muss ich machen? Oder es kommen gewisse Lebensthemen hoch und man weiß nicht, wie gehe ich damit um? Wie entscheide ich mich? Gehe ich durch? Gehe ich weiter? Lasse ich es liegen? Warte ich ab? Erledige ich es gleich? Wie erledige ich es? Und in manchen und in vielen Dingen kann man auch keine anderen Menschen um Rat fragen, denn da muss man selber herausfinden, was man tut. Zumal ja auch zum Beispiel Entscheidungen auf dem Lebensweg nur mit mir zu tun haben.
Ich muss mich entscheiden, wie ich die Dinge handhabe. Und so ist es auf diesem Yoga-Weg so, dass man, je weiter man kommt, immer schwierigere Aufgaben bekommt. Es ist so anscheinend die Entwicklung, so wie ein Training. Man übt und sammelt Energie an. Dann kriegt man Themen, die man genau mit diesem Energielevel lösen kann. Man übt weiter, hat mehr Energie, kriegt härtere Brocken zum Lösen. Eben immer so, dass man es lösen kann, aber es kostet schon Anstrengung. Der Vorteil natürlich ist, manche werden dann vielleicht sagen, naja, warum mache ich das dann überhaupt? Ja, dass man frei wird, deswegen macht man es. Und das, was gleichzeitig steigt, ist so das Gefühl, ich bin auf dem guten Weg, ich bin auf dem richtigen Weg, das passt schon alles so. Und andere Menschen würden sich vielleicht sagen, naja, das ist doch alles sinnlos, es wird ja immer schwieriger, es kommen ja noch mehr Themen auf mich zu. Ja, aber schlussendlich sieht man irgendwann mal Licht im Tunnel oder ein bisschen Licht zumindest oder eben das innere Licht, dass man weiß, ja, da muss ich lang gehen, da ist richtig. Und diese so immer mehr steigende Gewissheit, dass man auf einem guten Weg ist, das ist schon immens viel wert. Und je tiefer man in sich reinkommt, desto weniger hat man also einen Plan, wie es, was es da gibt, was kommt. Man hat keine Ahnung. Heutzutage fahre ich mit dem Auto irgendwo hin, der zeigt dann, da ist Stau, da ist erhöhtes Verkehrsaufkommen, das kann man alles schon abchecken. Aber im Leben, wenn ich vorangehe, weiß ich nicht, wo geht es dahin, wo geht es lang, was kommt, Dämonen, süße Früchte, Pralinen oder Krieger oder sonstiges, Ungeheuer, ich weiß nicht, was kommt. Und so muss man immer gewappnet sein auf seinem Yoga-Lebensweg. Immer die Kraft nähren, sich pflegen, sich fit halten, gesund halten, dass man eben diesen ganzen Dingen auf dem Lebensweg begegnen kann. Und wie gesagt, wenn manche innere Dämonen rauskommen, die sieht man dann auch manchmal im Außen, aber eben nicht immer, dann kann man nicht fragen, hey, ich habe da irgendwas Inneres, ich weiß nicht, ich fühle mich gar nicht gut, ich weiß nicht, was da los ist. Wen will man dann fragen? Der Psychologe weiß es auch nicht. Er sagt dann vielleicht, sie sind depressiv oder schizophren, aber der weiß auch nicht, was in mir drin ist. Und manche Dinge kann man dann eben auch, oder viele Dinge, je tiefer man kommt, nicht mit Worten erklären. Er sagt, da ist ein Dämon oder ein ungutes Gefühl, aber der andere Gegenüber weiß ja nicht, was ist das für ein Gefühl. Ich kann das ja nicht beschreiben, wenn derjenige das noch nie gehabt hat. Und dann ist man so wie alleine und man selber muss eben die Kraft aufbringen, diese Entscheidung zu treffen, diesen Weg weiterzugehen. Und da kann man nicht dann zum Yogalehrer gehen, hey, was soll ich machen? Der weiß es ja auch nicht, denn wie gesagt, je tiefer man kommt, desto abnormer, sage ich mal, werden die Dinge, die kommen. Und kann man oft auch gar nicht beschreiben. Man hat so ein Gefühl, aber das verstehen andere nicht. Oder man geht eben diesen sonderlichen Weg des Yoga und viele fragen dann einfach, was machst denn du da? Hör doch auf, mach wieder ein normales Leben. Ess wieder alles, trink wieder Wein und Bier, aber das will man nicht. Und so wird man dann manchmal vom Leben, von Freunden, von Partnern eben allein gelassen, dass man da durch muss. Und so kann man sich eben auf diesem Weg nur wappnen, trainieren sozusagen, dass man durch diese Dinge immer mehr selbstständig hindurch kann. Ja. Und dann geht man immer tiefer und tiefer durch dieses innere Labyrinth, kommt an Felsblöcke, an tiefe Abgründe und muss dann selber überlegen, wie komme ich da drüber? Kann man auch wieder keinen fragen, hey, ich habe da so eine vielleicht innere Leere, wenn wir es übertragen, ich weiß nicht, habe keine Lust, keine Energie mehr, können dann nicht erklären, wo das herkommt.
Man könnte vielleicht sagen, wenn man zu viel gearbeitet hat, hey, ruh dich mal aus oder so, aber manche Dinge, wie gesagt, kann man eben nicht so erklären. Vielleicht sollte man es auch gar nicht erklären, weil andere einen dann für Meschugge halten und einen dann einweisen lassen. Ja, es ist sehr schwierig. Denn diese Dinge in der Tiefe, die kennt man ja nicht. Was soll ich da machen? Was ist das überhaupt? Ein Dämon, was ist das? Ja, das kennt man aus Filmen, aber man hat ja noch nie einen live gesehen meist. Ist das ein Männchen? Ist das eine Energie? Ist das sonst was? Und dann merkt man irgendwann, diese ganzen Geschehnisse, die werden immer subtiler. Und dann bewegt man sich so wie auf einem Grat. Was ist da? Weiß nicht. Man muss immer genau aufpassen, was man macht. Und schnell sind mal Fehler passiert, aber die dienen ja auch wieder dem Lernen. Und manche Dinge, wie gesagt, kann man dann nicht greifen und somit auch nicht erklären und sich eben nur selber eben dadurch wursteln und schauen, wie man am besten zurechtkommt. Nun, vielleicht hagelt es Kritiken, dass das ja gar nicht so ist, sondern Yoga, dann wird alles einfacher und alles easy. Das stimmt definitiv nicht. Ich kenne keinen, der richtig Yoga macht und der den Weg nicht mit Problemen geebnet sieht. Es ist einfach so. Alles Schöngerede bringt nichts, weil die Dämonen kann man nicht schönreden. Die sind da, so wie sie sind. Und dämonische Kräfte sind dämonische Kräfte, denen muss man sich entgegenstellen und kämpfen, dass die einen vorbeilassen oder dass sie verschwinden. Und das ist harte Arbeit, wenn man an sich arbeitet, die Sonnenenergien in sich nährt, pflegt und stärkt, dass dann diese Dämonen so wie verschwinden, so wie die Dunkelheit verschwindet, wenn man das Licht nährt. Und so immer wieder mit dem Guten beschäftigen, egal was kommt, auch wenn man manche Dinge nicht versteht, später dann viele Dinge nicht mehr versteht, weitermachen, an sich glauben und immer wieder den Mut, das Vertrauen aufbringen, an sich arbeiten und weitergehen. Ständig weitergehen, auch wenn man nicht weiß, was kommt, denn das ist ja das Leben. Und so gräbt man eben immer tiefer, tiefer, tiefer nach diesem inneren Schatz oder nach diesem göttlichen Schatz. Und dieser will gefunden werden. Das geht nicht einfach so. Es gibt keinen, zum Beispiel Filme mit einer Schatzsuche, wo man gleich auf die Insel geht. Ah, da ist das Kreuz, da graben wir, da ist der Schatz, kann man vergessen. Dann ist ja auch der Film langweilig. Und der Lebensfilm ist dann auch langweilig, wenn man sofort dachte, da ist ja der göttliche Schatz. Gut, haben wir es, fertig. Gibt's nicht. Ich habe noch keinen erlebt, wo das so ist. Außer vielleicht die, die schon in vielen vorhergehenden Leben an sich gearbeitet haben. Oder die Heiligen, die schon heilig geboren werden. Das gibt es auch. Aber wir als stinknormale Menschen müssen arbeiten, dran arbeiten und das ist anstrengend. Man muss sich bemühen, auch die Ängste. Man muss sich den Ängsten stellen. Da man ja selber die Angst ist, man kann die Angst nicht von sich abtrennen oder abschneiden, muss man sich also sich selbst stellen. Man kann, wie auch die chinesische Philosophie sagt, 1000 Gegner besiegen, da hat man Kraft. Aber Stärke hat man nur, wenn man sich selbst besiegt. Das heißt, wenn man gegen seine inneren Dämonen, dunklen Kräfte, Schwächen, wie man es auch immer nennen mag, kämpft und da durchgeht. So wie der Ritter durch alle Dornenbüsche und anderen Krieger da sich durchkämpft, bis er dann bei der Prinzessin ist. Das gibt es auch nicht in Ritterfilmen, da ist kein Film, wo der dann kommt, hey, ich bin da, komm, heiraten wir und fertig. Gibt's nicht. Also ich habe noch keinen gesehen, ich habe schon einige gesehen. Aber der muss sich immer durchwursteln, immer kämpfen, immer weitermachen. Und das Schwierige, das wäre vielleicht noch einfach, das Schwierige ist eben, dass diese ganzen Themen immer tiefer gehen, immer stärker werden und immer subtiler.
Denn die werden stärker, weil sie auch schon älter sind, weil sie schon länger im Wesen, im Karma, im feinstofflichen Körper sowie rumliegen und dann so vor sich hin brodeln. Und so muss man immer feiner werden in seinem Tun, in seinem Wahrnehmen, dass man diese subtilen Dinge immer mehr sehen, erkennen, greifen und begreifen kann. Ja, so habe ich bestimmt viele Menschen enttäuscht, die denken, Yoga ist easy, Yoga ist einfach, Yoga ist schön. Ich weiß nicht, die meiste Zeit denke ich immer, Yoga ist scheiße, weil die Themen oft immer schlimmer werden oder immer wieder kommen. Man denkt immer, es ist wie so eine Klette, die lässt einen gar nicht mehr los, das Thema. Aber immer weiter, ständig weiter, egal, auch wenn man keinen Plan hat, immer an sich glauben, seine inneren Kräfte stärken, nähren, Übungen machen und dann eben immer mehr wahrnehmen, erkennen. Egal was passiert, niemals aufgeben. Und darum geht es auch im Yoga. Die göttliche Kraft mag die Shakti, dass man sich bemüht, dass man sich anstrengt. Dass man so wie einen Willen zeigt, ich möchte Freiheit irgendwann zumindest mal erlangen und sich da sozusagen durchbeißt. Auf eine, nicht mit Zähneknirschen, sondern mit einem guten Energielevel da durchgeht. Und alle Dämonen, dunklen Kräfte, Schatten und so weiter eben besiegt. Ja, viele sind enttäuscht, weil man immer denkt, Yoga ist so bunt und so schön. Ja, kann man vergessen, ist nicht immer so. Gibt schon schöne Momente, aber die Arbeit ist wie wenn ich das Klo sauber mache. Es ist scheiße manchmal, aber wenn die Scheiße irgendwann mal weg ist, nach vielen tausend Jahren, dann ist gut. Und so kennt man im Leben oft. Man wird nicht frei von Problemen, sondern diese Themen kommen immer zu. Ob man was tut oder nichts tut. Und wenn man an sich arbeitet, an den Problemen arbeitet, die Lebensthemen beseitigt, die Glaubenssätze, die Muster ausradieren möchte, dann hat man eben das Gefühl, da kommen immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja, das ist gut so. Einfach weiter. So wie ein Test. Wer wirklich an sich arbeiten möchte, wer Freiheit möchte, wer Glück möchte, muss daran arbeiten und Willenskraft zeigen. Es geht nicht ohne. Allein schon das Üben, das tägliche Üben ist schon manchmal sehr anstrengend, wenn man mal keine Lust hat oder müde ist und trotzdem noch mal was tut, ein bisschen zumindest. Da muss man sich auch schon aufrappeln, Kräfte mobilisieren und weiter geht's. Nun, das war so wie ein vorosterliches Video. Allen ein schönes Wochenende. Am Wochenende gibt es natürlich viele Videos, vielleicht mal so ein Ostervideo. Vielleicht finde ich auch einen Osterhasen irgendwo, mal gucken. Und dann sehen wir uns bald wieder. Gerne abonniert meinen Kanal auf YouTube, Zentrum für Yoga, Markus Ritz. Da gibt es schon über, weiß gar nicht mehr, 44 Videos über die ganzen Themen rund um Yoga, Leben und Gesundheit. Nun, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.